Hey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zum fünften Part von Limbo. Uah. Das war jetzt aber knapp. Wir sind wieder zurück an dieser komischen Stelle hier. Und ich habe keine Ahnung, wie wir weiterkommen sollen. Ich werde es jetzt einfach gleich nochmal versuchen. Aber zunächst, wie wir wissen, kommt noch das hier. Und das werde ich meistern. Oh, das werdet ihr noch sehen. Mehr oder weniger. Ups. Ah! Nein, bitte. Oh Gott, nein. Brrrt. Ja, das Rad dreht sich schon nicht mehr. So begeistert ist der Wagen davon. Absolut gerechtfertigt. Ich sollte am besten auf einer Höhe bleiben oder vielleicht sogar im Schatten. Und wir haben es gerade noch so geschafft. Das war aber scheißknapp gerade. Ja. Und bevor es jetzt hier ernst wird, einmal bitte abblocken. Danke. Ich weiß selber nicht, inwieweit man den Wagen jetzt davon abhalten kann, den Schalter zu betätigen. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, ihn daran zu hindern. Bäh. So. So. Okay, jetzt haben wir nicht lange Zeit. Wir haben tatsächlich nicht lange Zeit. Und das musste jetzt mal wieder passieren. War ja irgendwie klar. Ja, du kannst jetzt, nachdem du gestorben bist, auch wieder Ruhe geben, Alter, danke. Na, wie weit wird das werden? So. Ja, ich glaube, wir sterben wieder. So wie jedes Mal, das bringt nicht viel. Wir müssen unsere Strategie ändern. So, ich habe jetzt mal eben kurz was gemacht. Was relativ hilfreich ist. Ja, danke. Ich möchte hier einmal gerne durch. So, und inwieweit können wir das Ding jetzt... aber zerquetschen lassen wollte ich mich jetzt auch nicht. Nicht, dass das mal wieder irgendeiner falsch versteht. Okay. Gut. Also am besten noch so, dass das ganze Ding ein Stück in die Richtung hier schwebt. Moment. Ja. Und jetzt müssten wir es. Ja, jetzt schaffen wir es. Sprung! Tja, so einfach kann es gehen. Gleich ändert sich wieder die Schwierigkeit und Schwerkraft und auch Schwierigkeit somit. Der Schweregrad wird extrem. Und ich glaube, wir sollten uns hier mal schnellstens verpissen, bevor der Steinbrocken kommt. Ich habe keine Ahnung, wo es hier hingeht. Ach ja. Oh, nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Tja, da hat sich wohl unser kleiner Traum in Luft aufgelöst. Wir sind doch verreckt. Ja, wenigstens kriegen wir noch einen zweiten Anlauf, oder? Ja gut, das ist in Ordnung. Dann kann ich mich auch zufrieden geben mit dem Ganzen. Was ist das denn jetzt gewesen? Sah ja aus wie der Mann vom Mond. So, ja. Jetzt ganz vorsichtig und gleich rüberjumpen. Den Fehler will ich kein zweites Mal machen. So, wir sind drüben. Und hier wird es wieder gefährlich. Die Frage ist, wie genau wir das überleben. Und das hat sich jetzt wohl als dämlich rausgestellt. Also zumindest überhaupt diese Frage zu haben, in dem Sinne, dass man überlebt. Denn scheinbar ist der Tod das Einzige, was auf uns wartet. Tja, der Tod lässt sich Zeit. Das Leben nicht. So ein Scheiß. Zumindest in gewisser Weise. Damit es schön gemein ist. Ich würde jetzt aber gerne hier auch mal langsam hoch. Okay. Darf ich mal sehen, was hier auf uns wartet? Danke. Boah, bloß nicht fallen, Alter. Boah, bloß nicht fallen. Ich glaube, wir können. Ja, wir können rüberjumpen. Aber ich habe trotzdem ein schlechtes Gefühl. Ein sauschlechtes. Ja, wobei jetzt sieht es gleich ein ganzes Stück besser aus. Ich frage mich allerdings, ob es jetzt nach unten gehen soll oder nach oben. Weil beides ja irgendwo scheiße ist. Na. Lass dich ganz langsam nach unten, Junge.
Und ich glaube, wir haben es soeben ein ganzes Stück weiter geschafft. Jetzt wird erstmal wieder ein bisschen gelaufen und da haben wir auch schon die gemeinsten Waffen aller Zeiten. Ja. Wie kann ich mich dagegen jetzt wehren? Das ist eine gute Frage. Eine gute Frage. Haha! Die Musik ist angenehm, aber das Spiel nicht. Wie können wir damit umgehen? Ich glaube, wir sollten sogar unter Umständen die Kiste mitschleppen. Wobei das nicht gerade gut zu sein scheint. Nee, das funktioniert nicht so, wie wir es wollen. Ah, dann ist jetzt die Frage, wie wir die Dinger auskontern können. Ich will es irgendwie wissen. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht wissen. Hat das was mit Timing zu tun oder bin ich einfach nur schlecht gewesen? Nee. Sieht alles nicht so gut aus. Gut, wir versuchen es nochmal. Aber irgendwie muss man langsam mal dran vorbeikommen. Aber Moment mal, ich habe eine Idee. Funktioniert da trotzdem noch? Ja, dann haben wir echt ein Problem. Los, komm schon, zerstör das Ding hier. Ja, zumindest fast. Haben wir uns direkt noch selber töten lassen. Toll. Ja. Das werden wir schon irgendwie schaffen. Boah, ich bin gerade echt gut gelaunt. Ich weiß nicht mal warum. Und scheiße, Alter, war das knapp. So, dieses Mal aber richtig. Ja, das Problem ist, dass dieses... Wobei, jetzt raucht es schon. Das Problem ist, dass dieses Ding nicht unbedingt mitmachen will. Bei jedem Scheiß. So viel Spaß beim Zerstören. Na, 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 das wollen wir mal nicht versuchen. So, der wird mich nicht mehr kriegen. Weit genug kommt der im Leben nicht. Ja, freie Bahn, Marzipan, wir laufen weiter. Und ich glaube nicht, dass das hier allzu vorteilhaft sein wird. Das ist immer schrecklich, wenn ein Rätsel direkt ans nächste grenzt. Da kriegt man nach einer Zeit echt Kopfschmerzen. Und das war jetzt... Ja. Wir könnten uns jetzt davon töten lassen, allerdings glaube ich nicht, dass es wünschenswert ist. So. Ja, bergauf ist, glaube ich, nicht die richtige Lösung. Wobei, wenn wir das hier so schieben, dann haben wir vielleicht eine Möglichkeit. Ja gut, die ganze Zeit geht es jetzt nicht. Wie kriege ich das hin? Moment. Ich will ja was erreichen. Also, wie mache ich das? Gut, und wenn das jetzt weg ist, nutzen wir die Möglichkeit direkt. Oh, huhu! Scheiße. Wir brauchen die Kiste da oben. Ich habe es mittlerweile begriffen. Allerdings ist es nur halb so leicht, wie es scheint. Also, die Kiste muss hier bleiben. Das ist schon goldrichtig so. Und die Kiste bleibt am besten dann so stehen. Ja, wenn das weg ist, dann geht's weiter. Ja, dann machen wir eben mal kurz Kistenwechsel. Anders geht's scheinbar nicht. So, ziehen, 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 ziehen. Sehr gut. Und jetzt nochmal. Ich glaube, ich muss das Ding nutzen. Boom! Ja, gib her. So, ein letzter Versuch. Toll. Ich glaube, ich habe es mittlerweile verstanden. Wir müssen... Es ist schwierig zu erklären. Naja, so nicht. Wir müssen eine Kiste auf jeden Fall schieben. Das ist ganz wichtig. Moment.
Ich hab's. Oder auch nicht. Ich hätte es versuchen müssen. Vielleicht klappt es ja durch einen glücklichen Zufall. Man weiß es nie. Tja, und dann würde ich sagen, hätten wir es schon fast geschafft. Ich bin mir allerdings immer noch unsicher, wie genau wir das hier anstellen sollen. Okay, wir hätten früher damit kommen müssen. Wobei, da ja hier anscheinend ein gewisser Dingens ist, muss ich ihn auch nutzen. Und zwar dieser nette Typ von Dingenskirchen. So, Kiste kann jetzt losgehen. Ich will nach oben. Und am besten dabei nicht sterben. Haha, wir haben es geschafft. Haha, so einfach ist das Rätsel zur Lösung anscheinend. Wir stellen uns hier oben hin, warten ab. Und das Ding erledigt sich von alleine. Da hätte ich jetzt früher drauf kommen müssen, aber meine Güte, nicht jeder kann alles und zu jeder Zeit. Also ein bisschen Entschuldigung dafür, aber ansonsten kann ich auch nichts machen. Und wie geht's jetzt weiter? Ah, jetzt wird's interessant. So, die eine Kiste ist bereits oben, die andere können wir. Na toll, ernsthaft? Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Ach, das reicht doch im Leben nicht von der Zeit her. Gut, die beiden müssen wir hier hochkriegen irgendwie. Boah, das kann schwierig werden. Ganz ehrlich. Das wird auch schwierig. Ich schaue mich mal hier links um, ob wir noch irgendwas benutzen können. Aber ich glaube nicht, dass die Laser uns sonderlich hilfreich sind. Die wollen uns ja eigentlich nur umbringen. Also wie zur Hölle kann ich das jetzt hier hinkriegen? Oder vielleicht sogar dadurch, wo die Leiter ist. Ich weiß es ja nicht. Es ist nur so eine Theorie. Wenn ich wüsste, ne, dann wüsste ich mehr. Aber so wie es gerade ist, sieht es nicht gerade gut aus. Na gut. Schauen wir mal. Irgendwie muss ich dieses Scheißrätsel hier doch lösen lassen. Ich verliere langsam die Geduld. Und auch so ein bisschen die Lust, das zu lösen. Wenn es doch einfacher wäre. Wenn alles einfacher wäre. Dann wäre es einfacher. Okay. Ich glaube, ich habe sogar noch eine super tolle Idee. Dafür müssen wir mal wieder nach oben. Alles klar. Ich möchte nämlich eine Kiste sichern, die wir wahrscheinlich hier oben gut gebrauchen können. Allerdings weiß ich nicht, wie gut. Aber ich glaube, es ist relativ sicher, dass wir dieses Kistchen brauchen. So, hier ungefähr. Nur ein Stück nach da. Ja, das gleitet schön nach oben. Okay. Das hört sich irgendwie falsch an. Und die hätte schon längst hier rechts stehen müssen. Geht aber schlecht, wie wir wissen. So, und in der Zwischenzeit schnappen wir uns dann oben die Kiste. Dann machen wir dasselbe nochmal. Und damit geht es dann in Richtung Ausgang. So, während die Kiste hier oben ist, nutzen wir die Zeit und schnappen sie uns. Komm her. Nein, nein. Boah. Ach, die hat's wirklich ernst gemeint, die arme Kiste. Und dass sie das echt ernst meint, ist der Hammer. Absolut. So, bitte einmal herunterlassen. Danke. Nicht die Hosen, den Typen. Ja gut. Das hat sich ja dann erledigt. So, gut. Knopf ist wieder frei. Kiste.
wir das alles erledigen für uns. Und los geht's. Jetzt ist das Timing echt verdammt wichtig. Und vor allen Dingen die Konzentration. Du Hurensohn. Oh, scheiße. Das hätte jetzt so nicht passieren dürfen. Wir müssen mehr in die Mitte. Glaubt mir, ich hätte damit jetzt nicht gerechnet, runterzufallen. Ist natürlich alles andere als eine schöne Sache, aber damit müssen wir halt leben. Und dieses Mal drücke ich das Ganze noch ein bisschen näher an die Wand. Denn irgendwie muss es ja funktionieren. So. Also bitte. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ja. Und wir sind schon... Was? Wir sind schon hier angekommen? Scheiße. Ist ja auch nicht gerade am Anfang. Erstmal ab nach oben. Ja, Luxusaufzug, genau. Man muss noch hinterher springen, um ihn zu kriegen. Genau, gib ihm, Alter. So, das nutze ich jetzt erstmal aus. Wups. Ja, ich bin ein kreativer Selbstmörder, ich weiß. Allzu viel erwartet uns sowieso nicht mehr in dem Spiel, also wir sind eigentlich fast durch. Ich muss mal gucken, ob ich die Folge vielleicht ein bisschen länger mache, dann können wir diese Folge noch durchspielen. Ich weiß aber eben nicht, wie lange es noch ist. Und es kommen auf jeden Fall noch ein paar sehr unfreundliche Sachen. Aber ich glaube, wir werden das auch erst in der nächsten Folge wirklich schaffen. Ich kann euch nichts garantieren, will ich auch gar nicht. So, ich glaube, dann müssen wir, um uns selber den Arsch zu retten, die Kiste in den Weg stellen. Oder zumindest hier, genau, jetzt weiß ich das auch wieder. So, erstmal hier. Ich glaube, später bekommen wir noch eine Kiste nach unten geschickt, mit der müssen wir den anderen blockieren. Ich kann euch aber nichts garantieren. Ihr seht schon, das Ding springt nicht an, solange die Kiste hier steht. Dann kommen wir ungestört nach oben, alles super. Und das wird jetzt besonders schwierig. So, denn ich weiß nicht, wie man jetzt weiterverfahren muss bei diesem Spiel. Alles umgedreht. Oh Mann, das kann schön schwierig werden. Hops. Ja. Spätestens hier würde ich gern wieder umdrehen. Aber geht ja leider nicht. Also, wenn wir das Kistchen hier hinschieben... Können wir es vielleicht noch irgendwo für gebrauchen, aber ich weiß halt nicht wie. Kann man das nicht auch auf Timing machen? Also das wird schon helfen, glaube ich. Ich schaue mich nochmal kurz drüben um. Es ist auch extrem irritierend, so zu spielen. Hilfreich ist was anderes. Das ist der kleine Bruder von Scheiße, was wir gerade durchleben müssen. Ja, hier geht's dann mal nicht weiter. Hier ist zwar unser Ziel und wir müssen auch hier hin, aber nicht auf die Art. Also andersrum, passt schon eher. Jetzt schaue ich erstmal, was wir daraus gewonnen haben. So, Kiste ist drüben. Jetzt will ich aber mal wissen. Muss sich ja auch gelohnt haben, das Ganze. Tja, getroffen hast du uns auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist eine gute Sache. Ich überlege gerade. Natürlich. Wobei? Ich hätte die Kiste da hoch... Oh Gott. Das wird, glaube ich, auch das Letzte sein, was wir erstmal machen. Ich hätte die Kiste da hoch verfrachten müssen, auf den Fahrstuhl. Damit ich dann rüber kann. Bin ich eigentlich auch am Anfang drauf gekommen, aber ich habe das nicht so ganz realisiert. Ihr kennt das bestimmt, wenn man eigentlich die Lösung vor Augen hat, aber irgendwie will man es nicht wahrhaben. Weil es zu einfach ist. Aber am Ende ist man der Gelackmeierte, wenn man es nicht tut. Also, gut sieht das dann nicht aus. So, der ist auch wieder gesperrt. Hier sollten wir uns wieder ein bisschen beeilen.
wie wir es schon gewohnt sind mittlerweile. Einmal Schwerkraft ändern. Kiste, 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 Kiste. Schieben, 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 schieben. Schieber, Schieber. Es ist ja nicht nur, dass wir nicht hoch genug springen können. Es geht ja auch darum, dass wir ein kleines Problem haben mit diesem Laser, der uns da fertig machen will. Dieses nette Autogeschütz. Und damit meine ich nicht ein Geschütz aus dem Auto. Damit meine ich ein automatisches Geschütz. Nicht gerade freundlich, so ein Ding. So. Und jetzt geht's wieder nach unten. Es wäre, glaube ich, voll lustig, sich den Kopf hier wegballern zu lassen. Wobei eigentlich eher weniger. Ja, das ist immer wieder ein Graus, hier zu spielen. Toll, die Kiste ist wieder nicht oben. Ey, was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Wo ist das Ding gelandet? Ja, ganz toll. Oh. Leute, ich könnte gerade so losheulen. Wobei eigentlich, wieso habe ich die Kiste auf die Art da hoch verfrachtet? Ich meine, das hätten wir auch so gekonnt. Das fällt mir jetzt überhaupt auch erstmal auf. Also war das Umdrehen eigentlich gar nicht hierfür vorgesehen, sondern es war einfach nur meine Dreistigkeit. Tja, meine Deckung durchbricht nichts, ne, Kollege? So, wir sollten uns jetzt schnellstens den Rest holen. Und hier ist irgendeine Art Tür. Okay. Ja. Ach so, das kenne ich auch noch. Boah, das ist Fingerspitzengefühl. Tada! Und die zweite Kiste gehört uns. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich die zurückverfrachten muss, dann wäre mir geholfen. Ja, das war ja sehr vorteilhaft. Ach nee, stimmt, wenn wir die Schwerkraft umstellen, dann sind wir die Kiste auf jeden Fall, ja, nicht unbedingt los. Ihr wisst, wie ich das meine. Oh oh, das war knapp. Gut, ich glaube, Moment, ich muss mal kurz den Timer abchecken. Ja, das schaffen wir vielleicht noch. Unter Umständen können wir das noch hinkriegen. Ich möchte hier nämlich nicht als Loser rausgehen. Es soll gut laufen in dem Spiel und dafür werde ich auch sorgen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Haha, nein, ich heiße nicht Hitler, falls das irgendeiner denkt. Wie könnt ihr sowas über mich denken? Ja, nein, jetzt ernsthaft. Wie könnt ihr nur? Boah. Ja, beinahe hätte sie mich erschlagen, ne? Alles klar, Kollege. Alles klar. So, wir müssen uns dann, so wie es aussieht, darum kümmern, dass die beiden Kisten aufeinander landen. So wie es ja häufig der Fall ist. Das heißt, eine schiebe ich auf dieses sich bewegende Podest und die andere kommt nach oben. So. Ja, schön, Profi-Style, ich weiß. So, alles zu seiner rechten Zeit. Okay. So, dass wir auch schön da hochkommen. Nein. Oh Gott. Hoch, hoch, hoch. Yay. Wobei ich glaube, wir müssen... Ja, genau, stimmt. Wir müssen von jeder Kiste einen nach oben kriegen. Bitte nochmal. Für die ganz Schlauen. So. Hops. Och nö. Es ist doch zum Heulen. Und wieder nicht geschafft. Es sieht mittlerweile schon fast wieder gleich aus. Passt auf, ich mache die Folge mal eben kurz noch. Das kleine Stück hier. Wir haben zwar keine 2 Minuten mehr, aber der Bedarf ist auf jeden Fall da, dieses Rätsel noch eben hinter uns zu bringen. Und das werde ich auch. So war ich diesen Kanal leite.
Werde ich das schaffen? So, jetzt aber mit Bravour, Alter. Jetzt aber mit Bravour. Los, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Und hoch und hops und yay. Wir haben es geschafft. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Part wieder und wahrscheinlich auch dem letzten bei Limbo. Bis dann. Ciao.